Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben nur noch eine Minute Zeit knapp. Das ist nicht viel. So, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Split Second. Wir nehmen den Combratic Cascade wieder. Nachdem ich, keine guten, fuck. Wieso haben wir den genommen? Weil eigentlich ist das ja ein Level, wo wir viel Stärke brauchen. Und somit hätten wir eigentlich ein Auto genommen, lieber was Stärke braucht. Aber hier brauchen wir natürlich auch, hier brauchen wir auch Schnelligkeit. Weil hier müssen wir den Hubschrauber abschießen. Sehe ich gerade. Deswegen ist es, glaube ich, erstmal in Ordnung, wenn wir das Auto nehmen. Gucken wir mal, dass so klappt, ey. So, versuchen wir mal zu driften. Das bringt sogar was. Cool. Ausweichen, ja. Warum kann ich den nicht abschießen? Jetzt habe ich ihn, glaube ich, getroffen, oder? Ah, verdammt, ey. Jetzt konnte ich hier die Kurve nicht driften, ne? Verdammt, ey. Ja, wenn er uns nicht beschießt, können wir keine Punkte sammeln, logischerweise. Wir müssen da irgendwie versuchen zu driften. Wow. Na, da bin ich fast zerstört worden. Scheiße. Wow, das war Glück, Leute. Das war Glück. Das war wirklich Glück. Da hatte ich echt lucky. Komm schon. Wir haben nur noch eine Minute Zeit knapp. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, Leute. Wir müssen aber genug driften, damit wir die scheiß Leiste vollkriegen. Ne? So. Jetzt einmal müssen wir den auf jeden Fall noch beschießen. Mindestens. Hier kann er uns nicht beschießen. Wir müssen aber driften dafür. Verdammt, und hier sind keine Kurven, ey. Wenn keine Kurven da sind, können wir nicht driften. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Och, geschafft. Ich dachte, wir brauchen vielleicht noch einen Schuss. Dann hätten wir vielleicht noch irgendwie einmal schießen können, aber gut. Gut, gefällt mir. Altes Auto genommen und direkt eigentlich problemlos gewonnen. Gefällt mir. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir definitiv nochmal das Auto nehmen. Aber nächste Folge erst morgen. Also morgen wieder einschalten.